ich begrüße und beglückwünsche euch. Honigger war eine Witzfigur für mich. Den hat niemand mehr ernst genommen in seinem blauen Konfirmandenanzug. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Mai 1989. Ungarn öffnet vorsichtig den eisernen Vorhang. Zahllose DDR-Bürger flüchten in den Westen. Mutig. Sehr, sehr mutig. Einige durchschwimmen die Donau. Als junger Kerl habe ich gedacht, wenn ich irgendwie die Chance habe, dann bleibe ich drüben. Für uns stand fest, wir bleiben. Also es gab nie den Gedanken, wir gehen jetzt auch. Ungarn lässt die wartenden Ostdeutschen aus dem Land. 15.000 verlassen die DDR. Ich weiß, dass ich vorm Fernsehen sah und sagte, da läuft unsere Zukunft davon. In Prag stürmen die Flüchtlinge die Botschaft der Bundesrepublik. Per Bahn verlassen über 10.000 DDR-Bürger Tschechien. Wie wieder Osten, wie wieder. Wir haben gedacht, es wird alles viel, viel schlimmer. Es wird rumänische Verhältnisse geben und wir werden hier eingesperrt und wir kommen hier überhaupt nicht mehr raus. Die Greisenriege des Politbüros marschiert anlässlich des nahen Geburtstages durch Ost-Berlin. Ich habe uns als Land als führungslos empfunden, weil die Leute ja starr waren. Mit Prunk und Pomp feiert der Honecker Staat sein 40-jähriges Bestehen. Keiner war daran interessiert, 80 Jahre DDR zu erleben. Niemand. Und ich glaube nicht mal Erich Honecker. Die freie deutsche Jugend ist angetreten. Er war eigentlich unser Held. So, Gorbatschow war der Mann, der alles verändern würde. Während sich Gegendemonstranten vor dem Palast der Republik versammeln. Ich wollte nicht weg. Ich war auch damals einer von denen, die bei der Montags immer mitgerufen haben, wir bleiben hier. Am 9. November 89 verkündet Günter Schabowski die Öffnung der Grenze. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Ist jetzt mit einem Satz, ist dieses Land ausgelöscht? Der Staat gibt die Kontrolle auf, um die Kontrolle nicht ganz zu verlieren. Wir haben es geschafft, dass das schöne Wort Sozialismus zum Knüppel verkommen ist. Die Nacht vom 9. auf den 10. November besiegelt das Schicksal der DDR. Es war das Schicksalsjahr der Deutschen, 1989. Die Deutsche Demokratische Republik begeht ihren letzten Sommer. Hamburg Hauptbahnhof, 14. September 1989, morgens kurz nach 8. Täglich fahren sie von hier aus zurück in das Land des real existierenden Sozialismus. Auch jetzt. Mit staatlicher Erlaubnis und Rückfahrkarte haben sie Westverwandten einen Besuch abstatten dürfen. Nun rollen sie wieder gen Osten, geordnet, aber irritiert. Es ist eine Reise gegen den Strom. Mehr als 15.000 Menschen haben in den letzten Tagen den entgegengesetzten Weg gewählt. Sie sind mit Kind, Trabi und kleinem Gepäck in den Westen geflüchtet. 20 Minuten werden Sie die Grenze überschreiten hier beim Zug. Mit welchen Gefühlen? Oh, sehr schwummrig. Herzkloppen. Immer Herzkloppen. Auch wenn wir von der anderen Seite hierher fahren. Immer aufgeregt. Aber es geht in die Heimat, das sind auch gute Gefühle. Ja. Hauptsächlich denken wir nur an die Kinder und am Mann. Rückfahrt in ein Land, das Mann und Kinder als eine Art Faustpfand zurückbehält. Wer im Westen bleibt, verliert seine Familie. Doch Fluchtgedanken bleiben. Wir haben so kleine Kinder, also ich habe Bedenken, ich würde mit meiner nicht, für meine Tochter, also über Ungarn, das wäre mir zu strapaziert, zu ungewiss jetzt mit der Kleinen. Ich selber würde die Strapazen auf mich nehmen, aber ich weiß nicht, wie sie das überstehen würde. Was muss ich ändern, damit Sie zufriedener werden? Viel, sehr viel. Alles. Überhaupt alles. Die ganze Art, wie die mit uns umgehen und alles. Und eben Reisefreiheit und so was. Alles. Eine kurze Reise, an die Sie sich noch lange erinnern werden. Seit Anfang des Jahres besuchten knapp 3 Millionen DDR-Bürger die Bundesrepublik. Offiziell, mit behördlicher Genehmigung. Sie haben hier nun einen Einblick bekommen, wie das im Westen aussieht. Meinen Sie, das lohnt sich, die Flucht? Auch wenn man Arbeit bekommt und eine schöne Wohnung hat und hier vielleicht wieder
Freunde findet. Doch, ja. Es ist alles hier sehr sauber. Das ist mir aufgefallen. Ich bin das erste Mal hier. Das hat mich beeindruckt. Die Sauberkeit, klar, auch das Angebot. Aber ich muss sagen, ich leide keine Not. Ich habe zu essen, zu trinken, kann mich ordentlich kleiden. Hab eigentlich soweit alles. Sie kehren zurück, die Besucher aus dem anderen Teil Deutschlands. Doch die Sehnsüchte bleiben. Nicht jeder ist zufrieden. Wenn man das alles hier so sieht und bei uns, ist doch ein großer Unterschied. Aber ich habe meine Familie drüben und ich konnte nur alleine fahren und aus diesem Grunde eben. Ja. Ist das das erste Mal, dass Sie in die Bundesrepublik gekommen sind? Nein, dritter Mal. Haben Sie ein Verständnis für die, die auf so ganz illegalen Wege über die Ungarn hier in die Bundesrepublik kommen? Ich kann sie verstehen, auf jeden Fall. Die Leute, die suchen die Freiheit. Und das, also ich möchte sagen, ist berechtigt. Nach einer halben Stunde erreicht der Zug den Grenzbahnhof. Letzter Halt auf bundesdeutschem Boden. Erst nach dem Blick hinter die Mauer wissen sie, auf was sie jahrelang verzichtet haben. Um die Ecke ist Holland und Belgien und die BRD und Frankreich und da möchte Schweiz oder Österreich, da möchte man ja irgendwie dann mal von da aus mal rüber. Und das geht natürlich dann auch nur, ja, wenn du eine gewisse Reisefreiheit hast, dass die Leute, na klar, dass sie auch mal etwas anderes sehen. Ja, als nur Budapest, Bukarest, Prag und Warschau. Also, ist ja verständlich. Reiselust war bei mir immer da, darum bin ich nicht gereist. Das war das Verrückte. In der DDR, ich wollte nicht in Ungarn am Plattensee liegen mit 189 Sachsen und Thüringern und Mecklenburg. Ich dachte, nee, ich fahre da nicht hin. Das war für mich ein Graus. Also aus der DDR raus und mit den Leuten wieder am Plattensee zu liegen. Da lagen sie ja alle, ne? Das Allerwichtigste war Gedankenfreiheit und Familien, dass die sich sehen konnten. Na, bestimmt auch mal Städte wie Paris kennenlernen. Einfach mal hinfahren und gucken. Wir haben es ja erlebt, Gott, das war eine unserer ersten Reisen, die wir machen konnten. Da bin ich mit Tränen nach Hause gekommen, weil ich genau gewusst habe, dass, oder damals vermutet habe, das erleben die Leute in meinem Umfeld nicht, was du jetzt erlebt hast. Ebenso gut hätte man sich wünschen können, ich möchte mal auf den Mond reisen. Wieso darf ich nicht auf den Mond reisen? Das ist doch ungerecht. Das ist, wir brauchen endlich die Reisefreiheit zum Mond. Das fand ich schon erniedrigend und demütigend, dass man da sagt, da kannst du nicht hin. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass ich überall durch die Welt fahren werde. Das ist eine innere Einstellung auch. Ich habe natürlich gedacht, das werde ich über meine Kunst schaffen. Es gab dann mal so Schlüsselsituationen, dass dann mich Verwandtschaft aus dem Westen besucht hat. Und da gab es einen Jungen, der war so alt wie ich, so ein entfernter Verwandter. Und als der sich dann an der Friedrichstraße winkend verabschiedete und durch die Schranke ging, natürlich bin ich dann auch mal zusammengebrochen, habe auch mal geheult und dachte, was für ein Mist, dass ich da... Ich werde nie wissen, was hinter dieser Schranke ist. Bahnhof Büchen, letzte Station in Westdeutschland. 8 Minuten Aufenthalt. Und dann geht es weiter in Richtung Osten. Von den Fahrgästen hört man in diesen Tagen kaum ein freundliches Wort über die DDR. Im Gang eine Familie aus Ost-Berlin. 7 Tage war sie im Westen. Ihr Leben wird sich verändern. Was uns erwartet, wissen wir nicht. Von meiner Frau, der Bruder. Der war in West-Berlin auf Besuch und ist hier geblieben. Aber wir müssen zurück. Wir fahren noch zurück. Erstmal. Wir haben einen Sohn noch da, meine Tochter, hat ein Kleinkind. Wir müssen. Erstmal, ja. Beim nächsten Mal, also wenn ich jetzt nach Hause komme, ich rede mit meinem Mann und wenn ich noch mal fahren dürfte, also trotzdem, mein Bruder ist ja nicht mehr zurück. Wenn ich noch mal fahren darf, fahre ich nicht mehr zurück. 3 Stunden, dann sind sie wieder zu Hause. Vielleicht. Wie gesagt, der Weg ist noch weit bis Berlin zu. Ja, es gibt zwischendurch noch eine Station West. Ja. Aber sie fahren weiter. Wir werden sehen. 2.730.000 DDR-Bürger haben bis ein Jahr vor der Wende die neuen, großzügigeren Besuchsregelungen genutzt. Darunter viele Rentner.
Hauptsächlich aber reisen junge Leute. Fast alle kehren in die DDR zurück. Nur knapp 1% der Besucher bleibt in der Bundesrepublik. Doch auch das sind immerhin 20.000 Flüchtlinge. An der 1.378 Kilometer langen deutsch-deutschen Grenze galt der Schießbefehl. Auf Republikflüchtlinge musste geschossen werden. Wie ernst diese Anweisung gemeint war, zeigte sich bereits ein Jahr nach dem Mauerbau. Am 17. August 1962 versuchte der 18-jährige Peter Fechter, die Grenzanlagen zu überklettern. Noch auf der Mauer wurde er von mehreren Schüssen getroffen und blieb auf Ostberliner Gebiet liegen. Schwer verletzt schrie er laut um Hilfe. Nach einer Stunde, in der Beobachter vom Westteil der Stadt nur hilflos zuschauen konnten, starb Peter Fechter. Erst nach einer Stunde holten Grenzsoldaten der DDR ihn schließlich aus dem Todesstreifen. Hinter der Mauer hat man sich eingerichtet und das Beste aus dem Mangel gemacht. Pension Sachsenruh oder Sachsenlaube heißen im Volksmund die Autodachzelte für den Trabant. Erfunden und hergestellt von dem findigen Berufskraftfahrer Gerhard Müller. Ständig nur nach Polen, Tschechien, wenn es gut kam, Bulgarien zu fahren, Ungarn war ja auch schon ein Highlight. Das war sicherlich für die Masse auf Dauer irgendwann mal zu wenig. Das Zelt kann im Handumdrehen auf einem Trabant errichtet werden. Der außergewöhnliche Dachaufbau für den Urlaub in den sozialistischen Bruderländern ist etwa 40 Kilogramm schwer. Die Kosten für das Zelt betragen 1.584 Ostmark. Wartezeit 3 Jahre. Ich weiß, dass ich mit 18 so das erste Mal darüber nachgedacht habe, dass das schon sehr schade ist, dass ich nicht wirklich rauskomme. Bis dahin ging es mir nicht so. Ich fand unsere Urlaube immer toll. Wir sind halt immer in die Hohe Tatra zum Skifahren gewesen und im Sommer an der Ostsee und immer in großer Truppe. Und ich fand das immer alles sehr abenteuerlich und es hat mir erstmal nicht gefehlt. Aber ich glaube, dass ich unter diesem Defizit irgendwann gelitten hätte. Nacktbaden gehört für viele DDR-Bürger zum gängigen Urlaubsvergnügen. Mit einer Selbstverständlichkeit, die sonst nur in wenigen anderen Ländern existiert. Rund 40 offizielle Strände für Freikörperkultur weist der erste und einzige FKK-Reiseführer der DDR aus. Modenschau inmitten des FKK-Strandbades bei Prora auf Rügen an der Ostsee im Sommer 1989. Dadurch, dass natürlich alle auch FKK gemacht haben, ungeniert sich da hingelegt haben, Volleyball gespielt haben, mit den Kindern rumgetobt haben, Zeltlager waren, wo nur Nackte waren. Also das war klar. Ich meine, bei 2 Programmen, was willst du da abends noch groß anderes machen? Da kannst du nur nackt durch die Gegend laufen. Nein, aber ich glaube, dass das ungezwungen war. Ich hatte damals ein Erlebnis gehabt, da war ich 13 Jahre. Und da waren Kinder-DDR-Meisterschaften in Graal-Müritz an der Ostsee. Und da mussten wir damals, unser damaliger Trainer, der stand wahrscheinlich da drauf, FKK zu machen. Dann sollten wir am FKK-Strand immer hin und her rennen, nackend natürlich. Und dann nur Liegestütze im Sand machen. Da habe ich gesagt, sag mal, hat der nicht alle an der Klatsche? Und deswegen hasse ich FKK. Dabei ist Nacktheit in der DDR der frühen Jahre zunächst verboten. Die FKK-Bewegung erscheint den Genossen suspekt. Erst in den 70ern werden die Verbote gelockert und selbst die politische Führung bejubelt die neue Freizügigkeit. Auch beim Autobau ging die DDR eigenwillige Wege. 1957 wird der erste Trabant ausgeliefert. Der erste von insgesamt 3 Millionen. Autos haben ja so physiognomische Erscheinungen, ja? Also so Gesichter. Der Trabant hat immer so was Freundliches. Der guckt immer recht freundlich, aber er erinnert mich trotzdem an Erich Honecker. Ja? Also so etwas Beschränktes und Kleines. Zu Beginn wird der Trabant allerdings noch als ostdeutsche Antwort auf den Käfer gefeiert. Sein Name ist das Ergebnis einer Umfrage. Trabant bedeutet Begleiter oder Weggefährte. Tatsächlich ist er für viele Familien mit mittleren Einkommen der Einstieg in die automobile Welt.
Was ich so an den Trabi auch nach wie vor schön finde, dass man selber alles reparieren konnte. Man konnte die Zündkerze auswechseln, wenn der Keilriemen kaputt war, da hast du eine alte Strumpfhose genommen, hast das Ding zu, also es lief immer irgendwo. Ne? Also das war wie ein großer Werkzeugkasten. Man konnte da drinnen rumwerkeln und das fuhr dann irgendwann. Als eine Weiterentwicklung des Trabant jedoch ausbleibt, wandelt sich das Bild. Der Wagen wird zum Sinnbild für die stagnierende Wirtschaft der DDR und für die Unbeweglichkeit der politischen Führung, die ein neues Modell offensichtlich verhindert. Dem Besitzer blieb nur eines übrig, das Letzte aus ihm rausholen. Das war schon wichtig. Mit 100, 110 da über die Autobahn, das war schon ein Highlight. Mit so einer Rolle hinten in der Ablage drin, wo Toilettenpapier wahrscheinlich unter war unter so einem gehäkelten Ding. Da waren schon ein paar Kämpfe auf der Autobahn, fanden schon statt. Ne? Also wenn du dann so mit 105 an einem mit 100 vorbeifährst, das hat dann auch schon mal 3 Minuten gedauert, bis du vorbei warst. Ne? Und da habe ich natürlich gejubelt immer hinten drin. Das Auto gilt in der DDR als eine sichere Geldanlage. Die Wartezeit auf einen Neuwagen ist so lang, dass auch ein mehrere Jahre alter Wagen auf dem Gebrauchtmarkt noch zum Neupreis wiederverkauft werden kann. Praktisch jeder erwachsene DDR-Bürger hat eine PKW-Bestellung laufen. Daher ist auch der Besitz eines gut gepflegten Trabants mit einem gewissen Ansehen verbunden. Preis 8.000 Mark der DDR. Der Trabi, das wohl meist belächelte Fahrzeug der Welt. Langsam, laut, piefig, aber immerhin wasserdicht. Der Härtetest in der Regendusche. Mein Freund und ich, wir haben uns dann so ein 59er Trabi gekauft, also aus dem Jahr 59. So ein runder war das noch, grasgrün, gebraucht. Der hat 5.000 Mark gekostet, Ostmark. Das war ganz, ganz viel Geld. Haben wir ganz lange drauf gespart. Und das war das Ding, mit dem wir dann auch abgehauen sind. Der war ganz besonders. Ich habe dieses Auto geliebt. Das ist das Auto, was nachhaltig am kultigsten ist. Also nicht nur in unseren Köpfen jetzt. Und wir haben damit Tourneen bestritten, zu viert in einem Trabi. Wer einmal drinnen gesessen hat, weiß, was das bedeutet. Und dann 14 Tage Tournee mit dem Koffer noch auf dem Schoß, weil ja schon kein Platz in der Karre war. Und das war trotzdem immer urig. Nostalgie mit besonderem Geschmack. Das Eis zum Beispiel schmeckt schrecklich gut. Jedenfalls in der Erinnerung. Vanille-Schoko, Vanille-Himbeere, Vanille-Erdbeere oder nach Moskauer Art. Eissorten aus den VEB-Kühlbetrieben Neustrelitz, Magdeburg und Karl-Marx-Stadt. Das Gefrorene hat einen ganz eigenen Geschmack. Nicht zuletzt wegen des Rohstoffmangels. Das Eis in der DDR ist nicht so süß wie im Westen. Dafür hat es einen höheren Fettgehalt. Fabriziert wird das Eis in Maschinen, die vom großen Bruder geliefert wurden. Das ist jetzt ein original russischer Eisfriese. Die sind Baujahr 80 und wir benutzen die immer noch und sehr gerne, weil sie machen unheimlich gutes Eis. Sie sind sehr gut zu warten und zu pflegen, weil sie unkaputtbar sind und von jedem Betriebshandwerker gewartet werden können. Typisch russische Bauweise. Einfach, robust für die Ewigkeit. Der Original DDR-Eiszapfen. Ein Milchspeiseeis mit kakaohaltiger Fettglasur. Die Zutaten stammen aus landwirtschaftlichen Genossenschaften. Ihre Qualität schwankt, sodass das Eis nicht immer so schmeckt wie am Tag zuvor. Wie man sieht, nicht immer ganz perfekt. Aber ich denke, entscheidend ist der Geschmack und nicht immer 100% das Aussehen. Und der Kunde, denke mal, kauft das Produkt wegen dem Geschmack. Nicht nur der Eiszapfen war beliebt. So eine bestimmte Sorte von Eis, so mit zwei Waffeln, dieses Moskauer Eis, schmeckt dann noch irgendwie anders. Klar, es gibt so ein paar Sachen, manchmal entdeckt man die wieder. Manchmal sind ja auch so komische Sachen entstanden aus Ersatz von irgendwas. Schokoladenersatz oder so hat dann so eine bestimmte Geschmacksnote hervorgebracht mit irgendwas anders seltsam. Ich habe damals, das hatte ich sehr geliebt, Hallorenkugeln. Und russisch Brot, das vermisse ich. Russisch Brot konnte man damals biegen. Das war irgendwie wahrscheinlich irgendwie falsch gelagert und so. Das war so wie Gummi. Und jetzt knackt es so und ist so frisch. Fehlt mir total. Oder die Ostschrippen mit dem bestimmten Gärungsmittel, die irgendwie so eine bestimmte Gummikonsistenz hatten. Und jetzt gibt es nur noch diese
verpufften. Das fehlt mir auch. So gut wie ein Intershop hat, glaube ich, nie ein Westladen gerochen. Ich weiß nicht, warum. Also wenn man bei uns in den Intershop gekommen ist, da war das ganz enorm. Also dieser Raum, wo nur viele Artikel so auf bunt gemischt präsentiert wurden, wie das dort gerochen hat, das war schon verblüffend. Man hat ja bis heute diesen Westpaketgeruch in der Nase. Westpaket oder auch Intershop-Geruch, das ist ja ein ganz spezieller Geruch. So, den nimmt man ja heute nicht mehr wahr. Oder wenn Westverwandte uns besucht haben, dann bin ich auch mal so ran und habe gedacht, wie Westpaket. Also die rochen ja alle wie ein Westpaket. Ja? Das ist so eine komische Mischung wahrscheinlich aus Waschmittel, Kaugummi, Kaffee, keine Ahnung. Heute gibt es ja diesen Geruch nicht mehr, wir nehmen den nicht wahr. Heißt, wir riechen jetzt alle wie Westpaket, auch ich. Das ist für mich eine total tolle Erkenntnis, weil das war ja ein ganz toller Geruch, den ich noch, also ich merkte, ich habe den ja noch in der Nase, ja, von früher aber. Und wahrscheinlich denken jetzt Ausländer, wenn die an mir vorbeigehen, Westpaket, finde ich gut. Das finde ich irgendwie sehr toll, es beruhigt mich. Was ich vielleicht irgendwie am meisten vermisse, ist, also diese Art von blöder Hektik und hinter dem Geld herrennen, die gab es eben nicht. Und das vermisse ich schon, dass dieses Gefühl vorbei ist, dass Geld eigentlich nichts bedeutet. Also in der DDR hat es einfach nicht viel bedeutet, muss ich wirklich mal sagen. Für niemanden, ich glaube nicht mal für Erich Honecker. Sonst hätte der da nicht so primitiv gewohnt, wie er da gehaust hat in der Schorfheide. Geld war einfach unwichtig. Die Mauer schirmte die DDR auch ab von der Leistungsgesellschaft des Westens. Mangel und Unproduktivität herrschten in dem Land vor, aus dem Menschen immer wieder versuchten zu fliehen. Wie in diesem Fall mit Leitern und Hilfe aus dem Westen über die noch provisorischen Grenzbefestigungen. Von der Gründung der DDR bis zur Grenzöffnung verließen von den 17 Millionen Einwohnern insgesamt etwa 3,5 Millionen Menschen den Staat. Viele davon unter großer Gefahr. Filmdokument einer lebensgefährlichen Flucht durch die tödlichen Sperranlagen der DDR. Ein Kind wird unter dem Zaun hindurchgereicht. Diesmal gelang die Flucht. Viele andere scheiterten, wurden schon bei der Planung vereitelt. Die Strafen waren hart. Gemäß Gesetz vom 11. Dezember 1957 galt Republikflucht in der DDR als Straftatbestand und wurde mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet. Zwischen 1949 und 1989 starben insgesamt mehrere hundert Menschen an der innerdeutschen Grenze. Doreen Dietl wächst auf einem Bauernhof in Trünzig auf, zwischen Gera und Zwickau. Zusammen mit ihren Eltern, ihrem Bruder und den Großeltern. Wir hatten einen großen Bauernhof mit Obstgarten, mit Schafen, mit Pferden, mit Kühen. Oh, Hühner, Katzen, alles, was von Bauernhof hergibt. Das Einzige, was negativ war, dass wir mal mit anpacken mussten. Als Kinder hat man das nicht so gern gemacht, von der Schule heim. Schulaufgaben dann aufs Kartoffelfeld und Heuwenden und lauter so Geschichten. Äpfel auflesen für einen Apfelmost. Hat uns damals tierisch genervt, aber das war halt einfach so drin. Aber ansonsten war es alles sehr, sehr harmonisch, also sehr liebevoll. 8 Jahre vor der Wende beantragen ihre Eltern einen Ausreiseantrag bei den DDR-Behörden. Dem Vater sind die Lebensverhältnisse zu bescheiden. Er möchte mehr erreichen. Doreen wird deswegen in der Schule gemobbt, bekommt schlechte Noten, darf nicht mit anderen Kindern spielen. Im Sommer 89 wird der Familie schließlich die Ausreise gewährt. Vom einen auf den anderen Tag packen die Dietls ihre Sachen. Es geht los. Dann sind wir halt losgefahren. Mein Papa hat einen LKW geholt von drüben. Und wir sind in unseren Skoda. Wir Kinder sind in Skoda, haben uns gesetzt. Und sind dann, haben alles reingepackt und sind losgezogen. Über der Grenze haben sie angehalten, haben sich meine Eltern umarmt. Ich mich aber nicht mit ihnen. Und haben sich gefreut, wir haben es geschafft, wir sind da.
Dann sind wir sofort drüber nach Hannover zu meinem Onkel und dann muss man uns ja anmelden da irgendwie oder dass wir den neuen, wir hatten ja keine Staatsangehörigkeit mehr, uns neue Pässe besorgen und alles. Das ist an mir auch vorbeigelaufen, wie zu nebenher. Da haben wir bei meinem Onkel schnell gewohnt, aber eine Woche vielleicht. Und dann haben die gesagt, es gibt da in Herzberg am Harz gibt's ein Übersiedlungsheim. Das war früher eine Kaserne oder irgendwas und da sind wir hingekommen. Das eigentlich gute Verhältnis zwischen Doreen und ihren Eltern wird durch die Ausreise in den Westen jäh zerstört. Sie fühlt sich wohl auf dem Bauernhof und hat sich gerade das erste Mal in ihrem Leben unsterblich verliebt. Ich wollte gar nicht mit. Entschuldigung. Wie gesagt, ich war damals verliebt und wollte nicht mehr mit. Ich wusste, ich will hier bleiben. Ich will da nicht darüber. Ich bin jetzt so lange hier, 8 Jahre, habt ihr den scheiß Ausreiseantrag gestellt und was soll ich jetzt da drüben? Ich bin jetzt hier und ihr könnt mich jetzt einfach nicht mitnehmen. Ich bleib da und habe mich auch versteckt in der Scheune und dann haben auch meine Eltern gerufen, ich muss, sonst muss ich ins Kinderheim. Also sonst werde ich woanders hingebracht, zu einer anderen Familie gesteckt. Mein Bruder und so. Und na, deswegen musste ich dann mit. Ich wusste nicht, wann ich den dann wiedersehen. Das war schon eine heftige Zeit. In Ungarns Hauptstadt halten sich Anfang September 89 rund 30.000 DDR-Bürger auf. Der Druck der Ausreisewilligen zwingt die politischen Akteure in Bonn und Budapest zum Handeln. Am Abend des 10. September verkündet Gila Horn im ungarischen Fernsehen die Entscheidung der Regierung. Hier steht der Mitglieder, Bürger der DDR, können mit ihnen DDR passieren, das Land verlassen. So wird das frühere Urlaubsland zur Transitstrecke in die Freiheit. Die offene Grenze verführt Tausende, sich eine neue Heimat zu suchen. Immer mehr Ostdeutsche kehren dem Arbeiter- und Mauernstaat den Rücken. Jeden Tag verlässt nun die Einwohnerzahl eines ganzen Dorfes via Ungarn die DDR. Der ungarische Alleingang besiegelt das Schicksal der Deutschen Demokratischen Republik. Die Führung in Ost-Berlin reagiert hilflos. Für uns war es gespenstisch, weil wir viele Freunde verloren haben. Viele Leute aus dem Bekanntenkreis nahmen die Gelegenheit wahr und flohen, also über Polen, über Tschechien, über Ungarn. Und das war eher eine sehr traurige Stimmung. Ja, also gar nicht so eine Stimmung von Aufbruch oder so, dass das der Anfang vom Ende ist, war für uns nicht so klar. Ich habe das gesehen und hatte fast ein bisschen, also immer diese Bilder so ein bisschen ängstlich. Ne? Wo geht das jetzt alles hin? Wie entwickelt sich was? Aber ich hätte jetzt nicht den Wunsch gehabt, jetzt auch noch dazu zu gehören. Man sah vor allen Dingen die jungen Leute, die über die Grenze rannten und alle ihr Victory-Zeichen machten. Und ich weiß, dass ich vorm Fernsehen sah und sagte, da läuft unsere Zukunft davon. Es war einerseits, fand ich es toll, dass sie es geschafft hatten und sagte, Gott sei Dank, und das hört auf und dieses im Grenzgebiet da rumwuseln und diese Hoffnung, die damit verbunden waren und ähnliches. Es gab einfach Freunde von mir, die gesagt haben, sie fahren nach Ungarn in den Urlaub und ich habe gesagt, haust du ab? Und die haben gesagt, nein, wir kommen wieder. Und im Grunde wusste man, natürlich hauen sie ab, natürlich kommen sie nicht wieder. Aber wir dürfen uns das nicht mal sagen, weil man nicht weiß, gibt es jemanden, der mithört? Kann man überhaupt mir trauen oder kann ich ihm trauen und so? Insofern hatte das immer nur mit Trauer zu tun und mit der Frage, wie gehe ich damit um? Was mache ich? Was wird aus mir und meinem Leben? Also wo geht das alles hin? Allein in den ersten 3 Tagen nach der Grenzöffnung zu Österreich gehen etwa 15.000 DDR-Bürger über die Grenze nach Österreich. Bis Ende September werden es über 33.000 sein. Eine Massenbewegung, von der auch die politische Führung der DDR überrascht wird. In Berlin sinniert Armeegeneral Erich Mielke vor Stasi-Kollegen darüber, weshalb die Menschen aus der DDR wohl weggehen. Ein kompliziertes Problem, so Mielke, mit ökonomischen und politischen Aspekten. Aber nicht bloß, weil es keine Bananen gibt bei uns. Vom Feind im Westen hat man sich durch die Mauer abgeschirmt.
Doch nun droht auch Gefahr aus dem eigenen Land. Dabei hatte man doch gedacht, alles unter Beobachtung und damit unter Kontrolle zu haben. Ein ganzes Heer von Soldaten, Polizisten und Spitzeln behält die Ostdeutschen ständig im Auge und will so vor den Einflüssen des Klassenfeindes im Westen schützen. Vor den Einflüssen des Ostens hilft auch der perfekteste Überwachungsstaat nicht. Von der Gesinnung jedes Untertanen bis zur letzten Schraube im Betrieb. Alles wird protokolliert. Ein Metropolis aus Aktenordnern. Rund 91.000 offizielle und 173.000 inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit kümmern sich um alles, was den Staat ins Wanken bringen könnte. Es war wirklich so, dass unser Nachbar Stasi-Spitzel war. Und auch von meiner besten Freundin, der Vater wiederum, das war alles irgendwie. Und ich habe das auch gemerkt, dass mich die Kinder gefragt haben, lasst mich doch in Ruhe, es geht euch doch nichts an. Und so komische Fragen gestellt haben, als wenn sie nicht aus ihrem Wortschatz entstehen. Ne? Und das hat uns unser Papi auch gesagt, nie was Böses sagen über den Kapitalismus, über den Sozialismus, über Erich Honecker, ganz nie was sagen über das Ganze. Das müsst ihr uns versprechen. Sonst kommen wir in die Teufelsküche, dann müssen wir wieder rein und werden wieder verhört und dann kommen die wieder ins Haus. Und dann müsst ihr vielleicht ins Kinderheim und müsst auch verhört werden. Also dann kriegen wir die Ausreise nie. Daran haben wir uns auch gehalten. Dass so kleine EMs neben dir sitzen, die abends lauschen, was du sagst, die am anderen Tisch sitzen und aufschreiben oder berichten, rauf sprechen, was weiß ich, wann du die Kantine verlässt, wie du morgens wieder reinkommst, wie du aussiehst, mit wem du kommst, mit wem du gegangen bist. Das habe ich nicht gedacht. Das muss ich ehrlich sagen. Im Fernsehen der DDR und im Westfernsehen wurden abends die Uhr gezeigt. Da lief der Zeiger so rum und dann irgendwann war es 8 Uhr und so weiter. Und die Westfernsehuhr hatte, glaube ich, Punkte an den Sekundenstellen und die Ostfernsehuhr hatte, glaube ich, Striche. Kann auch umgekehrt sein, ich weiß es nicht mehr. Und im Kindergarten wurden die Kinder gefragt, hat denn eure Fernsehuhr Striche oder Punkte? Das heißt also, bis Kindergarten ging in der Regel mit dem dritten Lebensjahr los und dann bis ins Vorschulalter wurde auf diese Weise erfragt, welche Fernsehprogramme denn wohl zu Hause laufen. Wir waren 17 und hatten ein Theaterstück auf die Bühne gebracht, das hieß Aufbruch und Aufruhr. Und ein sehr wildes Stück mit viel Musik und nicht an einem Theater, wo die Zensur automatisch zugriff, sondern einfach auf Rockbühnen. Ja. Und wir kamen dann einmal von Tour zurück und unser Proberaum war aufgebrochen und die ganzen Texthefter waren verschwunden. Und da war klar, dass wir Besuch hatten. Und wir bekamen dann eine Warnung, dass wir auf der Liste stehen und dass wir ins Visier geraten waren. Man denkt ja da nichts Schlimmes dabei, ne? Und dann stellt sich heraus, dass das war nämlich vor der Wende, das stellt sich heraus, dass da bei der Stasi ist und versucht halt dann irgendwo sich dann noch zu rechtfertigen für, dass er mich ja noch geschützt hätte für böseren Sachen, weil sie wollten mich anwerben und das war das ist eine Enttäuschung, so eine menschliche Enttäuschung. Keine sehr schöne Lösung, aber unendlich viel besser als ein Krieg. So urteilte US-Präsident John F. Kennedy seinerzeit über den Mauerbau. Sein Protest wirkte verhalten. Nur einmal zeigten die Amerikaner Stärke. Ende Oktober 1961. Wopus hatten von einem US-Beamten am Grenzübergang Friedrichstraße den Ausweis verlangt. Der lehnte dies als Verstoß gegen den Vier-Mächte-Status ab. Amerikaner und Sowjets ließen je 30 Panzer mit scharfer Munition anrücken. Erst nach 16 Stunden einigte man sich, die Tanks wieder abzuziehen. Eine Reisewelle, die das Ende der DDR ankündigt. Das Ziel? Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag. Ab Mitte August stürmen mehr und mehr DDR-Bürger das Gelände am Palais Lobkowitz. Die neue Freiheit beginnt hinter Gittern im Schutz der diplomatischen Immunität. Ja.
Zunächst versuchen tschechische Polizisten noch, die Menschen an der Besetzung der deutschen Botschaft zu hindern. Doch dann geben sie auf. Innerhalb weniger Tage warten hier bis zu 4000 Flüchtlinge auf die Genehmigung, endlich in den westlichen Teil Deutschlands ausreisen zu dürfen. Noch heute, wenn das Bild wieder kommt, wie die Leute Kleinkinder über diesen Zaun reichen da. Das war ja ein sehr hoher Eisenpalisadenzaun oder sowas, oder Städtenzaun, der diese deutsche Botschaft da und die Leute Kinder rüberreicht. Und andererseits tschechische Polizisten, die versuchten doch abzupflücken von dem Gitter und das nachher dann auch aufgaben. Die DDR brachte natürlich auch ihre Bündnispartner in schwere Loyalitätskonflikte. Ich meine, wer hat denn Lust, gegen unschuldige Kinder vorzugehen und die dann daran zu hindern, in eine Botschaft eines anderen Landes zu gehen? Es ging immer mehr in Richtung, es wird für uns immer schärfere Kontrollen geben und es wird immer enger für uns. Man wird uns immer weniger rauslassen. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass die DDR-Regierung einknickt. Im Leben nicht. Erster Auftritt nach langer Krankheit. Während ihm sein Volk abhanden kommt, geht DDR-Staatschef Erich Honecker seinen Alltagsgeschäften nach. Die Prager Regierung wartet derweil ungeduldig auf eine Ostberliner Antwort auf die Flüchtlingsfrage. In geheimen Verhandlungen erreicht der bundesdeutsche Außenminister, dass Honecker die Prager Flüchtlinge in die Bundesrepublik ausreisen lässt. Hans-Dietrich Genscher beharrt darauf, die historische Nachricht den Betroffenen selbst zu verkünden. Sich wegmachen, damit ich sehen kann, wer hier steht. Prag am 30. September 1989. Der erste Massenexodus seit Bestehen der DDR. Weil die Botschaft die Leute aufgenommen hat mit dem denkwürdigen Satz vom Herrn Genscher, sie dürfen ausreisen, wo sie, glaube ich, einige Tränen in den Augen hatten, weil das war schon ein Riesenmoment. Ich glaube erstmal, dass Genschman seitdem ein Held ist für jeden Ossi, weil dieses legendäre, ich möchte Ihnen mitteilen, dass Ihre und geht im Jubel unter, das hat jeder, da hat jeder eine Gänsehaut gekriegt damals, glaube ich, oder also es hat jeder auf jeden Fall mitgeschnitten, was da passiert ist. Für mich war das kein Thema, das nachzumachen. Ich wollte nicht weg. Ich war auch damals einer von denen, die bei der Montagsdemo mitgerufen haben, wir bleiben hier und nicht wir wollen raus. Mit Bussen werden die Botschaftsflüchtlinge noch am 30. September 1989 zum Bahnhof Praha-Lieben gefahren. Dort stehen Sonderzüge bereit. Die ersten 6.000 der rund 10.000 DDR-Flüchtlinge aus der bundesdeutschen Botschaft und aus Prag dürfen auf den Zug nach Westen. Dass es unfassbar ist, was er da macht, ne? Und was möglich ist und was das natürlich für diese Leute auch bedeutet. Und dass es ein großer Verdienst war, dass das eben doch alles so friedlich abgegangen ist. Und dass diese Leute, diese Menschen, die ja doch eine große Not hatten und das alles auf sich genommen haben, jetzt ziehen können. So. Und als eigentlich, glaube ich, haben wir das als großen Verdienst oder als den Verdienst überhaupt von Genscher wahrgenommen. Ja. Und natürlich auch ja, mit einer Verwirrtheit darüber, wie viele Menschen eben gehen. So, das ist natürlich ein absurdes oder schon ein wahnsinniges Bild, ne, dass Menschen irgendwie aus dem Land pilgern und eine Botschaft besetzen. Das werden immer mehr. Unter den Republikflüchtlingen sind viele Eltern mit kleinen Kindern. Massenhaft stürmen sie die Züge gen Westen. Bitte gehen Sie weiter, steigen Sie in die Züge ein. Wir müssen alle noch mitkommen. Tschüss, mach gut. Tschüss. Bitte zügig weitergehen.
Ost nie wieder. Wir danken euch. Vor die Taue. Wir danken der Botschaft. 10.000 waren da. Also 5.000 sollen wohl in der Botschaft gewesen sein und davor waren ja Unmassen. Unmassen. Die ganzen Straßen davor waren voll. Ja. Aneinander haben die Leute gelegen. Das war Wahnsinn. Ja. Kann man sich nicht vorstellen. Die haben da mit Decken ausgeholfen, ja. mit Pullover alle. Die haben uns da alle gegeben, ja, was wenigstens warm halten kann. Ja. Also war echt schwierig, Leute. Schön. Schön war halt. Ja. Ich setze uns auf den Koffer. Ja. Ja, wenn Sie gesehen haben. Das können wir aufnehmen. Ich stehe gerade rutschen. Wir haben uns spontan entschlossen. Ich mit einem Kumpel. Montag früh nach Prag zu fahren. Und naja, ich habe meine Frau telefonisch noch erreicht und habe ihr Lebwohl gesagt. Und ihr war eben der Weg in diese Zukunft zu ungewiss und ich weiß auch nicht. Sie wollte eben nicht so richtig. Sie hat eben gesagt, ich soll versuchen, mir hier was aufzubauen und dann werden wir weitersehen. Es tut mir herzlich leid. Viele haben ihr Liebstes mitgenommen. Ich muss es zu Hause lassen. Seid gegrüßt, alle Reste der DDR. Was soll ich sagen? Die letzte Chance haben wir genutzt. Schöne Grüße an alle nach Rostock. Und hoffentlich kommt ihr echt nach. Bemüht euch. Wir nutzen die Chance. Gegen 21 Uhr verlässt der erste von 6 Zügen Prag. Auf Anweisung der DDR-Behörden verläuft die Reise über volkseigenes Gebiet. Seit Ungarn den Stacheldrahtzaun zum Westen durchschnitten hat, ist auch die Lebenslüge der DDR tot. Jetzt kann jeder DDR-Bürger ungehindert sein Land verlassen. Die absolute Gewalt des Staates über seine Untertanen scheint unwiederbringlich verloren. Es war ein krampfhafter Versuch, die Souveränität zu bestätigen oder sowas ähnliches. Das heißt eigentlich alles Kindereien. Ich meine, die haben ja noch ganz andere eigenartige Sachen gemacht. Und denn diese Albernheit, dass die nachdem man verhandelt hatte, dass sie rauskommen, zu verlangen, dass die mit Zügen noch übers Territorium der DDR fahren, weil man einen letzten staatsrechtlichen Akt wohl vollziehen wollte. Denn sie kriegten ja noch alle ein Sichtvermerk in ihren Personalausweisen, ein Stempel, der bedeuten sollte, ihr seid aus der Staatsbürgerschaft entlassen, als ob man die sich nicht schon längst innerlich von ihrer Staatsbürgerschaft verabschiedet hatten. Überall an der Bahnstrecke, wie hier in Dresden, erwarten DDR-Bürger die Züge aus Prag. An manchen Stellen stürmen sie die Gleise. Hoffnung auf eine Mitfahrgelegenheit. Dresden wird zur Festung. Volkspolizei und schließlich auch Armeeeinheiten regeln die Bahnhöfe ab, drängen Demonstranten und Ausreisewillige zurück. Doch tausende Jugendliche proben zum ersten Mal seit 1953 den Aufstand. Es ist die erste Straßenschlacht der DDR seit 36 Jahren, mit ungewissem Ausgang. Wenn ein Schuss nur gefallen wäre, dann wäre es eskaliert. Also da waren ein paar Leute sehr, sehr besonnen, die garantiert auch mit Strafen rechnen mussten, weil sie es zurückgehalten haben, ihre Truppen, die ja bereit waren. Die wussten ja, wie es um dieses Land bestellt ist, wie weit sie waren. Und sie wussten, glaube ich, auch, dass es jetzt richtig kritisch wird, wenn ein Schuss fällt. Dann spitzt sich diese Situation so zu. Also wenn sie nicht am Rande gewesen wären, hätte sich das ja irgendwie noch gelohnt. Aber hier kam ja noch was dazu, dass wir am Ende waren. Das wussten wir nur nicht. Und da gab es, glaube ich, überhaupt keinen Halt mehr.